Hallo, heute stelle ich euch das App Wunderlist vor. Kann kostenlos im Android Market heruntergeladen werden. Ihr seht schon im Hintergrund der PC, dazu komme ich später. Das Ganze kann zwischen PC und Smartphone synchronisiert werden. Die App dient dazu, seine Aufgaben zu verwalten, was man zu tun hat, sprich eine Art To-Do-Liste, so habe ich jetzt meine auch mal benannt. Wir sind hier im Hauptmenü und können hier unten aus verschiedenen Registern auswählen. Da wären die Listen, was heute fällig ist, was überfällig ist, die ich priorisiert habe und kann unter mehr mir noch mehr Optionen anzeigen lassen. Wir gehen jetzt mal auf unsere Hauptliste, sprich in die To-Do-Liste, sehen jetzt hier meine verschiedenen Aufgaben, die ich mir erstellt habe. Kann wirklich alles sein. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar reingeschrieben, wie es das Video drehen, wo ich jetzt gerade dabei bin. Einkaufen, die Oma besuchen, die Schwester abholen. Habe ich ein Ereignis erledigt, genügt ein einfacher Tipp darauf und es wird abgehakt. Somit ist das Ganze dann erledigt. Der Stern dient dazu, besondere Aktivitäten hervorzuheben. Da genügt ein einfacher Tipp darauf und man sieht schon, das Ganze rückt nach oben, was eben, wenn was besonders wichtig ist. Tippe ich jetzt auf ein Ereignis darauf, kann ich noch mehr Optionen einstellen. Ich kann mir zum Beispiel jetzt, hier haben wir ja Einkaufen, eine Notiz dazu schreiben, kann dann Sachen hinzufügen, die ich einkaufen will. Sagen wir, ich muss Fisch einkaufen, muss Salz einkaufen und einen Apfel. So kann ich mir dann Notizen hinterlegen, wenn es eben umfangreichere Sachen sind. Kann zudem auch ein Fälligkeitsdatum einstellen, wann das Ganze passieren muss. Beispielsweise ist einfach morgen, sprich am 10. Kann dann auch noch eine Erinnerung einstellen, dass ich eben erinnert werden soll. Das Ganze funktioniert dann mit Uhrzeit, zum Beispiel heute Abend um 6:30. Und kann dann auswählen, ob ich via Mail benachrichtigt werden kann oder via Android. Android, sprich ich bekomme eine Meldung am Handy selber. Via Mail, man muss sich für das Programm registrieren, sprich ich bekomme dann an meine E-Mail-Adresse eine Erinnerung geschickt. Dann kann ich das Ganze auch hier priorisieren, wenn ich das dann möchte. Wir lassen das Ganze jetzt mal so und speichern es ab. Sieht schon, ist eine Notiz hinzugefügt, kommt dieses kleine Symbol dazu. Eine neue Aufgabe hinzuzufügen geht auch ganz einfach, ein einfacher Tipp. Wir sagen jetzt, wir gehen spazieren. Gehen auf OK und sehen, das war's schon. Schon ist das Ganze in meiner Liste dabei. Hier unten ein Tipp auf Menü, öffnet mir die Einstellungen. Hier kann ich Datumsformat, meinen Account und ähnliches einstellen. Und auch eben eine sehr wichtige Taste, diese Sync-Taste. Da drücken wir jetzt mal darauf. Das Ganze wird synchronisiert. Jetzt wechseln wir mal zum PC über. Das Ganze läuft auf Windows, Mac, also ist da wirklich sehr universell einsetzbar. Und auch wir klicken jetzt hier auf Synchronisieren. Und wir haben jetzt eben das Videodrehen erledigt, sprich, das ist hier unten jetzt durchgestrichen. Und was wir neu hinzugefügt haben, Spazieren, ist auch hier verfügbar. Auch hier können wir es mal probieren. Wir tun Einkaufen, abhaken und Spazieren. Von Bedienung her ist alles relativ ähnlich am PC-Variante. Wir haben hier unten auch die gleichen Optionen. Heute, morgen, die nächsten 7 Tage. Können verschiedene Listen hinzufügen. Hier einfach Aufgaben hinzufügen. Können hier oben in die Einstellungen unser Konto verwalten. Wir lassen es aber soweit. Fügen jetzt mal noch eine Aufgabe hinzu. Und sagen, wir müssen nochmal ein Video drehen. Und das Ganze müssen wir am Dienstag machen. Sprich, wir klicken auf die Glocke und wählen jetzt mal den 13. aus. Ein einfacher Tipp auf Enter genügt und das Ganze ist in unserer To-Do-Liste. Das ist es jetzt natürlich am Handy noch nicht. Sprich, wir müssen als erstes am PC auf Synchronisieren klicken. Sobald das abgeschlossen ist, ist das Ganze online. Wir gehen zurück an unser Handy, öffnen auch hier jetzt wieder unser Menü. Ein einfacher Tipp auf Sync. Und siehe da, Video drehen inklusive Datum ist perfekt synchronisiert worden. Das ist die ganze Aufgabe von To-Do-List. Wir können universell überall darauf zugreifen, sprich vom PC, vom Handy. Das Ganze funktioniert auch auf iOS und auf Mac. Kann das Ganze dann, wie gesagt, so von unterwegs schön verwalten. Vergesst keine wichtigen Termine mehr. Neue Listen hinzufügen geht auch einfach. Dafür geht man einfach in die Haupteinsicht, gibt eine neue Liste ein, zum Beispiel Schule.
bestätige das Ganze mit OK, hat eine neue Liste. Auch hier genügt dann wieder ein einfacher Tipp darauf und wir können neue Aufgaben hinzufügen. Ist wirklich eine sehr schöne App, kann wie gesagt kostenlos im Android Market runtergeladen werden, läuft auf den mobilen Geräten, aber eben auch auf den Hauptrechnern. Somit kann man stets überall up to date bleiben. So viel zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.